Warum stellen sich die Almans bei diesem Thema immer so schwierig an, Mann? Ich verstehe das nicht. Es geht doch gar nicht mal um sie. Ja, eigentlich nicht. Aber für Deutsche geht es immer um sich, wenn es nicht um sie geht. Also laden sie uns ein, um so zu tun, als würde es nicht um sie gehen, damit es um sie geht. Okay. Ich bin Palästinenser und zurzeit in vielen Talkshows unterwegs. Unter den Videos kommentieren Boomer Alman so Sachen wie: Gib die Geiseln zurück, dann gibt's auch keinen Krieg. Und ich denke mir, ja, ich Dummerchen, da frage ich doch einfach mal meinen Vater, der in Duisburg lebt. Papa, haben wir noch Geiseln? Woher? Aus Israel? Nein. Schade. Keine mehr? Gar keine? Gar nicht mehr? Schade. Ich bin Israeli. Also, ich war. Jetzt bin ich Deutscher. Also, je nachdem, was ich sagen muss, um einen Streit zu gewinnen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber israelische Politik hat mich zu einem stolzen Deutschen gemacht. Und technisch gesehen bin ich sogar noch halb Araber. Ja, meine Großmutter kommt aus dem Irak. Mein Großvater wurde in Palästina geboren. Ich bin 50% Araber, 50% Israeli und sehe zu 100% aus wie die Hitlerjugend. Wisst ihr, wie verwirrend mein Leben ist? Ich bin ein Israeli mit arabischen Wurzeln und einem deutschen Pass. Es ist für jeden was zum Hassen dabei. Ich bin 50% Duisburger, 50% Asylant und 100% traumatisiert. Ich bin im Flüchtlingsheim aufgewachsen in Duisburg-Marxloh. Ich habe wirklich viel Scheiße erlebt. Aber all diese traumatischen Erfahrungen sind nichts gegen das Schlimmste, was mir in diesem Zusammenhang je passiert ist. Deutsche mit einer Meinung zum Nahostkonflikt. Wirklich, ich würde jederzeit einen Monat Flüchtlingsunterkunft gegen 10 Minuten Smalltalk mit einem Alman über dieses Thema tauschen. Als hätte man in Deutschland 70 Jahre lang sehnsüchtig darauf gewartet, dass es endlich mal die anderen sind, die antisemitisch sind. Die Ausländer, die Palästinenser. Und ich weiß, wie schmerzhaft es war, dass Deutschland die WM 1945 verloren hat. Ich kann verstehen, dass die Deutschen den Juden den Holocaust nie verziehen haben. Aber es ist easy, wenn man sagen kann, importierter Antisemitismus, das ist das Problem. Dann wiegt die eigene Schuld nicht mehr so schwer. Ich mag deutsche Schuld. Deutsche Schuld hat mir eine Karriere als Stand-up-Comedian beschert. Seien wir ehrlich, Deutsche lieben es, sich schuldig zu fühlen. Schuld ist eure Komfortzone. In Sachsen-Anhalt muss man sich zum Beispiel jetzt bei der Einbürgerung zum Existenzrecht Israels bekennen. Das ist für Israelis eine riesige Sache. Die Anerkennung durch die Ausländerbehörde Sachsen-Anhalt ist für uns das Wichtigste überhaupt. Die Menschen feiern auf den Straßen Tel Avivs mit dem Wappen und verteilen Harzer Käse. Wir hatten bisher keine Ahnung, dass es uns gibt, aber wenn Ronny aus Halle an uns glaubt, dann ist die Sache doch geregelt. Zum Glück wird das Bekenntnis zu Israel nur von Nichtdeutschen verlangt. Sonst würde das halbe Bundesland den Pass verlieren. Nichts ist uns wichtiger als die Meinung der Deutschen. Meine Familie in Gaza bleibt beim nächsten Luftangriff plötzlich stehen und sagt: Moment mal, was denkt eigentlich Jonas aus Dortmund-Lütgen-Dortmund? Klar, seine Hobbys sind zwar ausschließlich BVB und Wichsen, aber ich würde gerne wissen, was er zum Nahostkonflikt sagt. Jonas scheint mir qualifiziert genug. Er trifft sich jedes zweite Wochenende mit seinen Freunden und prügelt sich mit irgendwelchen Leuten, weil sie ein blau-weißes Trikot anhaben. Es macht halt einen kleinen Unterschied, ob man aus Dortmund-Lütgen-Dortmund oder Gaza-Lütgen-Gaza kommt. Wobei man in beiden Fällen alles blöd findet, was blau-weiß ist. So zumindest ist ja die Erzählung in den Medien. Palästinenser wollen gar keine Freiheit für ihr Volk. Die wollen einfach nur Israel auslöschen. Und wisst ihr was? Im Falle der Hamas stimmt das sogar. Die hassen Israel. Nicht nur die. Es fühlt sich gerade so an, als würde uns die ganze Welt hassen. Trotz all den Bildern und Videos vom 7. Oktober von ermordeten Kindern und Frauen und Männern. Ich wollte erst mal auch nicht glauben, dass es wahr ist. Ich habe so gehofft, dass es gelogen war, dass ich auf die Seite von Gilo Farim gegangen bin, um zu schauen, ob er das geteilt hat. Alle sind gegen uns. Selbst Mia Khalifa supportet die Hamas. Wer ist Mia Khalifa? Wirklich? Ich weiß, dass du weißt, wer Mia Khalifa ist. Ist das eine TikTokerin? Ich weiß, dass du und das Publikum genau wissen, wer Mia Khalifa ist. Mia Khalifa, tun wir so, als würden wir es nicht wissen. Mia Khalifa ist ein ehemaliger Pornstar. Also,
Habe ich gelesen. In der Bibel. Mia Khalifa war lange Zeit die meistgesehenste Pornodarstellerin auf Pornhub. Was? Pornhub? Bro, wenn du noch einmal lügst, zeige ich deinen Browserverlauf auf diesem Bildschirm da. Auf jeden Fall, Mia Khalifa wurde bekannt, weil sie ein Porno in einem Hijab gedreht hat. Das klingt progressiv, muss ich sagen. Ja, voll! Sie ist wie Alice Schwarz, aber nicht so braun. Der Islamstaat fand den Hijab-Porno aber nicht so empowering und hat ihr mit einer Enthauptung gedroht, weil sowohl die Produktion als auch der Konsum von Pornografie im Islamstaat streng verboten sind. Da stellt sich natürlich die Frage, woher wussten sie davon? Es gibt nur zwei Wege, wie sie davon hätten wissen können, und ich glaube nicht, dass sie die Bibel lesen. Also müsste sie ja eigentlich gegen Terroristen sein. Eigentlich. Nur hat sie am 7. Oktober auf Twitter gefragt, ob die Freiheitskämpfer der Hamas die Videos ihrer Attentate auf Israelis bitte in 4K hochladen könnten. Das ist echt unglaublich. Ich werde nie wieder zu ihr masturbieren. Ich dachte, du wusstest nicht, wer sie ist. Apropos Menschen, zu denen ich nie wieder masturbieren werde. Friedrich Merz. Friedrich Merz sagt, jeder Mensch, der Deutscher bleiben möchte, muss sich zu Israel bekennen. Und ja, das wird natürlich ein schwieriges Manöver, die 10% geschlossenen rechtsextremen Allmanns aus Deutschland abzuschieben. Aber die werden bestimmt mit der Lufthansa abgeschoben. Ich habe ja Angst, dass ich mit Ryanair abgeschoben werde. Wenn es für Palästinenser schon keine Freiheit gibt, dann doch wenigstens Beinfreiheit. Würde ich voll feiern. Ich auch. Aber weißt du, was Leute stattdessen feiern? Anschläge. Ich kenne keinen Konflikt in meiner Lebenszeit, bei dem so viele Menschen den Tod von anderen Menschen zelebriert haben. Arabische Frauen mit Kopftüchern schreiben mir, wie schade sie es finden, dass Hitler den Job nicht zu Ende gebracht hat. Als wären sie nicht selbst Teil des Jobs gewesen. Sweetheart, wir hätten zusammen nach Auschwitz carpoolen können. Wir sitzen alle in derselben Gaskammer. 1200 Israelis wurden abgeschlachtet. Und in Neukölln haben sie Baklavas verteilt. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Wisst ihr, wie schwer es für mich war, zu diesen Baklavas Nein zu sagen? Ich liebe Baklavas. Ich will, dass, wenn ich sterbe, Baklavas da sind, aber nicht auf die Art. Nicht so, hey, er hat keinen Kopf mehr, nimm Baklava. Nein, ich will, dass Leute sagen, er ist tot. Schade. Aber es gibt Baklavas. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.